Ist euch langweilig und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt? Wir haben ein paar neue Ideen für euch. Was kann man mit einem Maßband machen, wenn man kein Handwerker ist? Daraus könnte man etwas Spaßiges machen. Lasst eure Freundin das Band festhalten. Es ist wie eine kleine Rutsche. Lasst den Bonbon einfach runterrutschen. Wusch! Und der Bonbon landet bei eurer Freundin. Gib mir noch einen. Das reicht. Zu viele Süßigkeiten sind schädlich. Habt ihr nur Isolierband zur Hand? Wir zeigen euch was. Schneidet ein Stück ab und klebt es in die Spule. Dann noch ein Stück. Und noch eins. Und noch mehr. Klebt die Stücke immer weiter, um den Durchmesser zu vergrößern. Ihr erhaltet eine große Blume. Begradigt noch die Blütenblätter etwas. Wow, es sieht echt toll aus. Ihr könnt auch ein Licht in der Blume hineinlegen. Diese Blume hat einen Ehrenplatz im Regal verdient. Ihr könnt auch aus nur einem Stück Seife etwas machen. Schneidet eine dünne Seifenschicht ab, damit die Oberfläche glatt ist. Nehmt einen kleinen Deckel und macht einen Kreis in die Mitte. Schneidet dann den Rand mit einem Modelliermesser ein. Und macht halbrunde Kreise entlang der Kontur. Schneidet die überschüssige Seife heraus. Und macht dann immer so weiter. Schneidet in der Mitte kleine Kuchenstücke ein. Es macht unglaublich Spaß. Macht dann am äußeren Rand weiter. Schneidet mehrere Blütenblätter aus. Macht das dann bis zum Rand. Schneidet dann die Blätter aus. Die Seife ist jetzt fertig. Und das Beste daran ist, dass es sehr beruhigend ist. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und es ist so schön geworden. Und jetzt braucht ihr mehrfarbigen Fimo. Formt eine grüne Kugel. Setzt dann braune Figuren in Form eines Auges an die Seiten an. Macht dann mit einem Plastikmesser Einkerbungen entlang der Kontur und macht kleine Plättchen aus grünem Fimo. Stanzt dann kleine Kreise mit einem Strohhalm aus und drückt es an einer Seite, um eine Spitze zu machen. Setzt es dann auf die Kugel. Nehmt jetzt einen Tennisball und wickelt ihn mit grünem Fimo ein. Macht noch ein paar dünne Ringe und setzt sie auf. Legt den ersten Ball auf sie und befestigt einen Schwanz. Macht dann mehr Schuppen aus einer Schicht Fimo in Rosa und klebt sie an den Rücken. Fügt noch ein wenig mehr hinzu. Verziert auch den Körper mit farbigen Punkten und Locken. Und macht mit einem Strohhalm eine Struktur. Wartet dann, bis es ausgehärtet ist. Es ist ein süßer Babydrache. Der sieht aber süß aus. Für den nächsten Hack braucht ihr ein Eierstyropor und Reißzwecken. Steckt die Reißzwecken in das Ei. Macht so lange weiter, bis das gesamte Ei bedeckt ist. Verwendet am besten eine Pinzette. Füllt eine Reihe nach der anderen aus. Es sieht genauso aus wie Schuppen. Das ist ein echtes Drachenei. Und ich frage mich, wer daraus schlüpfen wird. Was für ein süßer kleiner Junge. Hoffentlich ist die Drachenmutter nicht in der Nähe. Habt ihr ein paar Strohhalme? Versiegelt die Enden auf einer Seite mit einem Glätteisen und gebt von der anderen Seite Glitzer hinein. Befüllt dann eine Pipette mit etwas Öl und übertragt es dann in den Strohhalm. Versiegelt dann noch den Rand und klebt den Strohhalm auf eine Hülle. Bedeckt die gesamte Oberfläche damit. Seht euch das Glitzer an, es beruhigt wirklich. Es ist eine echte Anti-Stress-Hülle. Um die folgende Idee umzusetzen, braucht ihr Pappe und einen Bleistift. Zeichnet einen kleinen Fleck in die Mitte des ersten Blattes und zeichnet einen größeren Fleck in die Mitte des zweiten Blattes. Zeichnet dann die Kleckse auf jedes weitere Blatt größer. Schneidet die Kleckse vorsichtig mit einem Cutter aus und stapelt die Blätter übereinander. Legt die Blätter mit kleineren Löchern nach unten und die mit größeren Löchern nach oben. Schneidet dann Quadrate aus Folie auf die Größe der Löcher aus. Klebt die Folie von hinten auf die Pappe, so dass das Loch bedeckt ist.
baut die Pyramide wieder zusammen. Und klebt die Blätter zusammen. Seht, wie tief das Loch ist. Ich frage mich, was sich ganz unten befindet. Jetzt braucht ihr Papier, ein Lineal und ein Bleistift. Machen wir jetzt Geometrie? Naja, fast. Nur mit mehr Spaß. Markier 2 bis 3 cm von der Oberkante. Dann noch eine weitere Markierung, 1 bis 1,5 cm darunter. Wiederholt es dann noch einmal und benutzt einen Marker. Macht da mehrere Linien und eine Locke. Ihr erhaltet einen Kopf, fügt Schultern, ein Bikini und eine Meerjungfrauenflosse hinzu. Malt ausdrucksstarke Augen und ein breites Lächeln. Biegt das Blatt entlang der Linien, die ihr markiert habt. Malt dann die Meerjungfrau farbig aus. Verwendet am besten keinen breiten Pinsel. Wenn die Farbe getrocknet ist, könnt ihr die Figur mit einem Cutter ausschneiden. Macht dann noch eine zweite Figur. Sie quatschen ununterbrochen. Ihre Münder schließen sich nie. Seht ihr, sie sind nur am Quatschen. Langeweile kommt bei so einer tollen Schminkpalette nie auf. Tragt die Foundation auf eure Haut auf. Zeichnet dann ein braunes Wabenmuster auf eure Wange. Macht dann überall einen Tupfer und verteilt es. Taucht jetzt den Pinselstiel in einen ockerfarbenen Farbton. Und macht Punkte. Ihr braucht jetzt ein Bild mit Bienen. Schneidet die Bienen aus und klebt sie auf die Wange. Bzzz. Wo ist mein Honig? Das macht Spaß. Eure Freundin wird überrascht sein. Druckt als nächstes zwei Bilder aus. Ein Bild von einer Zahnbürste und ein Bild von einem Rasierer. Gebt mit einem Marker über die Konturen der Zahnbürste und zeichnet einige Details hinzu, um es zu einer echten Raumstation zu machen. Zeichnet dann den Rasierer nach und fügt einige Details hinzu, um einen Satelliten herzustellen. Malt die Bilder dann mit Filzstiften aus. Macht einen hellen, bunten Hintergrund. Und malt auch eine Mondoberfläche. Fertig! Psst, wollt ihr wissen, wie Raumschiffe das Universum durchqueren? Putzen ist so langweilig. Ein Besen mit einer Kehrschaufel kann jedoch kreativ sein und viel Spaß machen. Nehmt ein paar Pinsel und klebt sie an die Stiele. Nehmt dann einen Teller und malt ihn an. Macht ein paar bunte Tropfen auf den Teller. Und legt ein großes Blatt Papier auf den Boden. Klebt es dann auf den Boden fest. Wechselt euch am besten mit eurer Freundin ab, um die Pinsel in verschiedene Farben zu tauchen. Und fangt an zu malen. Malt, was ihr gerne möchtet. Und am Ende vergleichen wir die Ergebnisse. Das hat echt Spaß gemacht. Und nehmt für diese Idee eine Wasserpistole, ein Glas Wasser und Farben. Es sieht so schön farbig aus. Gebt etwas Farbe in den Becher und vermischt es dann. Gießt die Farbmischung durch den Trichter in die Wasserpistole. Stellt dann eine Leinwand auf. Und Feuer. So könnt ihr das explosivste Bild der Welt machen. Ich langweile mich so. Hier ist ein Gummiband. Ich könnte daraus ja was machen. Legt das Gummiband so auf eure Füße. Und nehmt dann einen Bleistift. Legt den Bleistift in das Gummiband und feuert es ab. Ein Bleistift, noch ein Bleistift. Wie weit konntet ihr den Bleistift abfeuern? Wir hoffen, ihr langweilt euch nicht mehr. Welche Ideen möchtet ihr ausprobieren? Schreibt es uns, wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit
damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.